Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen an diesem doch recht fortgeschrittenen Tag mit Lydia, mit Günni. Es kann sein, dass die Nacht ein bisschen eskaliert ist und ich so ein paar Talentzweige beim Werwolf-Dingen freigeschaltet habe. Ja, was passiert ist, muss man glaube ich nicht näher betrachten. Gut, da oben liegt auch ganz bestimmt keine Leiche noch rum. Ja, es ist ein bisschen ausgeartet. Ich bin auch nur ein ganz kleines Stück weit gelaufen. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal ganz kurz hier zu dem Turm. War das der gewesen? Hier, ne? Wachturm? Ne, das war was ganz anderes. Irgendwo hier in der Ecke bin ich auf jeden Fall zuletzt gewesen. Hab mich in einen Werwolf verwandelt und hab mir gedacht, ja gut, wenn ich jetzt schon mal dabei bin, kann ich die ganze Nacht dafür nutzen. Ja, welcher von den Türmen war das? Ist jetzt die Frage. Rein von den Türmen, da waren Banditen und den würde ich ganz gerne noch plündern, bevor ich weiterziehe. Ja, das war der hier. So. Okay, dann haben wir das, warum das, warum das. Ich habe eigentlich gedacht, da ist noch irgendwo so ein Tor gewesen oder so, wenn ich mich recht erinnere. War das unten wieder? Mal Schlösser knacken. Bücher, die einem was beibringen, sind immer toll. Ich würde sagen, hier war noch ein Tor. Ist immer wieder schön, an so Lehrlingsschlössern zu scheitern. So, Mondstein, Ausdauer. Liebe Gold, ein paar Pilze. Aber ansonsten erstmal gut, dass ich nochmal das Gold geholt habe. Der nächste Punkt wäre, da oben ist noch eine Höhle. Nochmal so ein Drachenplatz. Ich habe mir nämlich gedacht, ich gucke mir jetzt nicht an, wo die Masken sind. Irgendwie nimmt das so ein bisschen auch an dieser ganzen Erkundungssache raus, die ich ja jetzt gerade, an der ich jetzt wieder Spaß gefunden habe. Wo mit den Klauen war jetzt immer nur so eine Geschichte. Mit den Klauen war nur so eine Geschichte gewesen. Da wollte ich jetzt unbedingt diese Sammlung vervollständigt haben, aber jetzt kann ich ja auch erstmal wieder so ein bisschen einfach nur rumgucken. Das ein oder andere kleinere oder größere Dungeon abschließen und sowas und dann ist doch auch schon mal was. Und vor allem auch nochmal wieder so ein bisschen leveln. So, ich werde dir jetzt nicht dein Fleisch klauen, das kannst du mal schön knicken. Jetzt zumindest auch keine Feindmarker mehr. Ja, das heißt, wir werden jetzt erstmal wieder ein bisschen erkunden. Mal gucken, vielleicht die eine oder andere Quest nochmal annehmen oder so. Es wird wieder so ein Abschnitt im Let's Play. So, über den ja, guck mal. Moosmutterhöhle. Und da ist direkt jemand, der mit uns reden will. Ihr da! Hier drüben! Bitte, ich brauche Hilfe! Was ist denn? Narit, sei Dank, dass ihr gekommen seid, Fremder. Ich hatte fast schon die Hoffnung verloren, von hier verschwinden zu können. Wenn es jetzt um Werwolf geht, ich war das nicht. Was macht ihr hier? Wir sind einem Bären bis zu dieser Höhle gefolgt. Okay. Für die Pelze gibt es ein gutes Geld. Wir hatten das Tier schön in die Enge getrieben, als sie plötzlich auftauchten. Drei von ihnen, wie aus dem Nichts. Zweiglinge. Ah. Nils ging zu Boden, bevor wir überhaupt wussten, was los ist. Ari ist drinnen gestorben. Ich hatte nie geglaubt, dass es diese Dinger wirklich gibt. Ah, so ein paar schon gesehen. Ich glaube, ich habe den ein oder anderen Tropfen Blut verloren. Ehrlich gesagt, in diesem Zustand gehe ich nirgendwo hin. Mir tut sogar das Atmen weh. Okay. Vielleicht habe ich einen Trank übrig, vielleicht kriege ich einen Zauber, der hilft. Ich komme wieder. Einen Trank habe ich bestimmt. Ich brauche nicht viel, um wieder auf die Beine zu kommen. Guck mal hier. Kleine Heilung. Ich sogar zwei, weil ich heute gnädig bin. Viel besser, danke, Freund. Ohne das hätte ich nicht viel länger durchgehalten. Aber was nun? Ich kann doch nicht einfach weglaufen. Nicht solange die Leichen meiner Freunde noch dort drin sind, von diesen Bestien in Stücke gerissen. Das ist wohl richtig, soll ich da reingehen? Seid nicht albern, ich tu's, lasst mich euch helfen. Ja, komm, ich geh rein. Würdet wirklich euer Leben für die Ehre eines Fremden riskieren? Ja, ich bin am Questen. Da fehlen mir die Worte. Danke, mein Freund. Ich warte hier. Ruh dich aus, ich gehe da rein. Hab schon so ein paar Zweiglinge auf dem Gewissen. Autospeichern ist drin. Wo seid ihr? Sari, ne? Ja.
Erstmal plündern. Ja, das war der Bär, den sie gefolgt sind wahrscheinlich. Ja, ja. Nummer uno. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Drei von ihnen. Ja, noch ein Bär. Ja, hat seinen anderen Homie gekriegt. Ja, man merkt, das ist noch nicht so lange her. Ja, Nils hat's auch hinter sich. Noch nicht so lange her mit dieser blutdurchtriebenen Werwolf-Nacht, weil jetzt habe ich die beiden Kadaver da liegen gesehen und habe mir gedacht, oh, das wäre bestimmt ein guter Snack. Mit zwei Klingmatrone. Vielleicht auch eine Marone. Vielleicht kann man den essen. Verschwindet die Lebensenergie aus dem Holz. Eine Truhe. Kräftige Heilung. Ebenerzbogen habe ich ja schon. Da kann man sich immer noch mal schön irgendwo hinhängen oder so. Golderz. Weiß ja nicht, fehlt jetzt nicht noch einer theoretisch? Ja. Zack. Wieder zu weit zurück. Okay, es waren drei. Sagen wir ihm mal, dass seine Freunde leider tot sind, beziehungsweise die Teile seiner Abenteurergruppe. Ich weiß ja nicht, ob sie wirklich Freunde waren. Ziel Himmelsrand. Dann wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Wenn man so will. Bitte, ich will euch das hier schenken. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es ist mir wichtig. Ari gab mir diesen Dolch, als wir gemeinsam zu jagen begannen. Sie sagte immer, er brächte ihr Glück. Ihr solltet ihn nun bei euch tragen. Na, irgendwie nicht so geil drauf. Ordentlich begraben und mich dann auf den Rückweg machen. Stattet mir einen Besuch ab, wenn ihr jemals nach Falkenring kommt. Ihr seid jederzeit willkommen. Okay, alles klar. Gut, er kümmert sich um die... Weiß ich nicht, wenn mir der Dolch genauso viel Glück bringt wie ihr, dann lasse ich das lieber. Pack ihn irgendwo zu Hause hin. Jetzt gehe ich aber mal zu dem anderen Platz hier noch. Und hoffe mal, dass es vielleicht noch irgendwie ein anderes Ding aufploppt. Wenn die Dinger auch nie wirklich einschätzen, switchen dann einfach die Farben? Also ist dann das äußere schwarz und das innere weiß, wenn ich es entdecke, oder habe ich es schon entdeckt? Weil da ist schon so ein erstaunlich großer Anteil an Weiß dran. Geht weiter. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht das weiter. Geht euch nichts an. Geht weiter. Ah, okay. Hi. Schert euch davon. Des Kaiserreichs ein. Schert euch davon. Okay. Ihr seid gewarnt. Dann weiß ich immerhin, wo ich das nächste Mal hingehe, wenn ich wieder Werwolf bin. So, ja. Kurz mal auf der Karte gucken, wo vielleicht noch Lücken sind. Hier sind überall Lücken. Geh mal von der Festung nach Norden. Vielleicht finde ich da auch nochmal irgendwie was. Immer schön die Lücken füllen hier. Das ist die Festung. Das ist im Norden, aber hier ist direkt eine Höhle. Gut, gehe ich halt nicht nach Norden, sondern nach Osten. Ist also die Sache, eigentlich müsste ich diese ganzen kaiserlichen Lager wirklich mal abgehen. Als Werwolf. Dann bin ich, glaube ich, schnurstracks dann durch mit dem Talentbaum. Und kann mir dann einfach immer nur ab und zu mal pro Nacht irgendwie einen kleinen Snack gönnen. So, mal hier hoch. Irgendwie straxeln. Okay. Nehmt immer unfassbar viel Essen dabei. Warum seid ihr nackt? Das ist ein bisschen weird gerade hier. Ich habe eine gewisse Ahnung. Aber Bären machen doch keine Menschen nackt. Oder war ich das seinerzeit irgendwann? Kann ich mich aber nicht daran erinnern. Dann hätte ich wahrscheinlich auch die Höhle irgendwie entdeckt.
Eldirs Grab. Gucken wir doch mal. Ja, mal reinspinksen kostet ja nichts, wa? Mal schön auf Abenteuerkurs jetzt heute. Und die nächsten Tage wahrscheinlich auch noch. Oha. Hier los. Hallo? Rios Tagebuch. Hätte nie gedacht, dass ich den Tag erleben würde, an dem man uns aus der Bande der vorgehaltenen Messer verstoßen würde. Zumindest müsste der Sturm unsere Spuren verwischen. Okay. Witgord, Ryan und ich haben für die Nachtzuflucht in einer Höhle gesucht. Hier scheint eine alte Ruine zu sein. Also hier scheint es eine zu geben, ja. Wenigstens sind hier keine Draugr. Witgord und Ryan wollen sich beide für eine Weile hier niederlassen und vielleicht ein paar Leute überfallen. Das sollten sie doch besser wissen. Die Straße ist verlassen, besonders zu dieser Jahreszeit. Oben im Norden gibt es viele bessere Orte. Aber sie scheinen wild entschlossen, hier zu bleiben. Wollen wir nicht mal helfen? Mir nicht mal helfen, als ich heute auf die Jagd ging. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ryan hat kein Wort gesprochen, seit sie heute Morgen aufgewacht ist und starrt nun immer leer vor sich hin. Witgord ist auch nicht viel besser dran. Sind sie krank? Von so einer Krankheit habe ich noch nie gehört. Okay. Ich würde ja von ihnen weggehen, aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Mir ist, als würde mich etwas zurückhalten. Was ist das nur für ein Ort? Wir sind nicht allein, ich kann ihn jetzt hören. Jemand, der in meinem Kopf spricht, altmächtig Haldir, so heißt er. Könnte eine Maske sein. Will etwas von uns, braucht uns, damit die Magie funktioniert. Ich habe versucht wegzulaufen, aber kann nicht. Er hat zuerst gesprungen. Auch das Grab, das ist, was der Meister will. Blutopfer, die Macht, wieder zu leben, seine Magie. Ich spüre, wie sie in mein Blut pulsiert. Er schwächt uns, bla, blub, blip. Bin ich an der Reihe. Dann gib mir mal den Schlüssel. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat mit dieser Macht hier zu tun. Ja, und das sind die Homies aus dem Buch. Die scheinen sich hier irgendwie selbst geopfert zu haben oder sowas. Dann gehe ich mal hier in die Haldirs Gruft. Guck mal, was hier los ist. Vulkanglasschild. Liegt hier einfach mal so rum. Casual. Hier oben ist eine Tür. Hier ist so eine... Da kommt man nicht weiter. Ich habe eigentlich fast damit gerechnet, dass man hier durchtauchen kann, aber geht nicht. Baut sich hier so eine kleine Untotenarmee auf, habe ich das Gefühl. Da wird nochmal gestorben, kurzerhand. Vor allem immer wieder. Das ist ja noch ein Geist, man muss ja leiden. Ich wollte Ruhe selber. Ihr könnt auch von mir aus könnt ihr sitzen bleiben. Ich kann auch durchgehen einfach. Natürlich nicht gesehen, welches Talent sich verbessert hat. Das ging mir ein bisschen zu schnell. Okay, jetzt noch ein Tor. Was gedacht, ne? Heiltrank. Ewige Heilung klingt immer sehr gut. Klingt so ewig. Sterblicher Dom. Niemand verbirgt sich vor dem Tod. Ich hab mich auch nicht verborgen. Ich prügel einfach nur die ganze Zeit schon auf euch ein. So, wer sind, bist du? Bist du Haldir oder was? Ja, ich glaube, das ist nur ein Draugr. Nur ein Draugr. Nur ein Mensch. Und dann zieht er eine Pistole. Müsste ja dann eigentlich theoretisch, wenn man nach dem Film geht, anders sein, ne? Aber naja. Ja. So, wer von euch hat den Knopf für das Garagentor? Ah. So, hier nochmal durchgucken. Hier stehen doch bestimmt wieder Leute irgendwann auf. Boah. Sei es mir Leben, kommt ihr hier lieber. Ich will mich natürlich mal wieder ein bisschen heilen.
Nein, keine Wiederherstellung mehr geskillt. Und es war natürlich mal wieder jemand mit Blitzen. So, schnell speichern. Das alte Prozedere. Doppelschwinge. Gut, sind wir hier irgendwo reingucken. Lehrlingstür. Diesmal ohne zerbrochenen Dietrich, ist ja fast ein Wunder. Dafür dann beim Adepten. Zaubertrank der Heilung. Ah. Okay, hier sind diverse Säulen. Jetzt muss ich nur natürlich mal gucken. Ja. Okay, also weiß ich nicht, hier würde ich dann jetzt einfach mal den Delfin machen. Lange. Adler. Hier ist sonst nichts. Also hier wäre der Adler, hier ist die Schlange, hier ist der Delfin. Jetzt aber. Okay. Diesmal keine Giftpfeile in den Nacken, so war das. Welche Dochen? Nein, ist einfach nur sehr geiles Wasser. Kalt, erfrischend. Und so weiter. Dass ich hier nicht willkommen bin, habe ich wohl mittlerweile gemerkt, mein Freund. Ich liebe dieses. Leviosa. Irgendwie sowas in die Richtung geht das. So, Heilung. Gold. Natürlich wieder eine Truhe, die einen töten möchte. Das habe ich sofort gesehen als Experte für Loot und andere Gegenstände. Bin mal gespannt, ob ich noch irgendwann mal meinen hier untoten Armee-Typen treffen werde. Und ich habe so das Gefühl, das wird gleich passieren. Halt ihr. Halt ihr sieht aber nicht nach Maske aus. Halt ihr sieht einfach nur nach mächtig aus. Und halt ihr ist weg. Teil der kann sich verteilen, das ist doch auch nett. Also wieder gone. Die Frage, taucht er auch nochmal in echt wieder auf, oder? Sagen. Nicht immer dieses Abbrechen. So, Aldias Stab. Das Nordschwert des Frostes, wir müssen einfach Frostmorn. Den nehme ich mit. Die Bücher kannst du gerne behalten. Hier auf der Seite noch was. Oh, bisschen Geld. So, dann hier nochmal gucken. Jons Trommel. Okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so ein Item ist, was ich unten in die ins Haus stellen kann. Oder ob ich es nochmal irgendwann brauche. Ich würde es prinzipiell ausprobieren, aber dazu müsste ich hier irgendwie erstmal rauskommen. Ah, guck mal. Das war's mit der Macht. Habe ich die geklärt? Jo. Guck mal. Haben wir ein gutes Abenteuer erlebt tatsächlich. Jetzt, bevor ich die Folge enden lasse, gucke ich mal, ob die Trommel eins dieser Gegenstände ist, die ich in den Keller stellen kann. Den eigentlichen Trophäenkeller. Oder ob das was ist, was ich einfach nur jetzt bei mir behalten sollte. Sollte ich es mal irgendwann für eine Quest brauchen. Wo haben wir es? Jetzt erstmal merken, dass ich hier unten war. Nein. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eins von diesen unteren Items. In dem Kuriositätenschrank.
Nur kein Stress. So, hier runter. Thorstens die beiden Totenkopfschüsse und Kolbi und Schädel. Schade. Habe ich mich geirrt. Habe eigentlich gedacht, hier ist irgendwie was, weil hier ist der Krug irgendwie und naja. Gut, da habe ich mich geirrt. Dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen an der Stelle. Ja, wir sehen uns dann an der Stelle hier wieder nächste Mal oder halt nach der Rückreise wieder zurück zu dem einen Ort. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne das Übliche dalassen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Skyrim. Könnt gerne auch mal in unsere anderen Videos reinschauen, wenn ihr möchtet. Und ja, schönen Tag noch. Bis dann und tschüssi.